Hallo Aktienfreunde, in diesem Video stelle ich wieder zwei meiner Meinung nach interessante Dividendenaktien vor, die aktuell folgende Kriterien erfüllen. Erstens, aktuell gibt es über 1% Dividendenrendite und das Dividendenwachstum liegt bei über 10% im Durchschnitt pro Jahr für die letzten 5 Jahre. Zweitens, die Dividende wurde seit vielen Jahren nicht gesenkt und zwar mindestens 15 Jahre. Drittens, der Kurs der Aktien ist in den letzten 3 Monaten gefallen. Und viertens, der Preis der Aktien ist aktuell unterbewertet im Vergleich zum bilanziellen und/oder bereinigten Gewinn. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt kommen wir auch schon zur ersten Aktie und das ist The Hershey Company. Diese Aktie kommt aus den USA und ist in der Nahrungsmittelbranche tätig und zwar mit einem Fokus auf Süßigkeiten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt hier ca. 2%. Und die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow liegt aktuell bei ca. 53%. Die Dividende wurde hier inzwischen seit 31 Jahren in Folge nicht gesenkt und das Dividendenwachstum liegt bei durchschnittlich ca. 10% in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt. Der Aktienkurs, der ist in den letzten Monaten ca. 17% gefallen, in den letzten 10 Jahren ist der Kurs aber ca. 132% angestiegen. Das aktuelle KGV beträgt ca. 23 und der Durchschnitt der letzten Jahre, der liegt hier bei ca. 27. So, dann machen wir hier noch einen Bewertungscheck zu dieser Aktie im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mit vielen Analyse- und Filtermöglichkeiten mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter dem Video. Und jetzt hier in der Grafik zum fairen Wert. Seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von circa 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, und das ist circa Mitte September 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan ganz leicht unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest leicht unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, und dann kommen wir auch schon zur nächsten Aktie und das ist LVMH. Diese Aktie kommt aus Frankreich und ist in der Luxusgüterbranche tätig. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt hier ca. 1,6% und die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow liegt hier bei ca. 53% momentan. Die Dividende wurde inzwischen seit 28 Jahren in Folge nicht gesenkt bei LVMH und das Dividendenwachstum liegt bei durchschnittlich ca. 19% in den letzten 5 Jahren. Der Aktienkurs, der ist in den letzten 3 Monaten ca. 12% gefallen. In den letzten 10 Jahren ist der Kurs aber hier ca. 423% angestiegen. Das aktuelle KGV beträgt ca. 22 und der Durchschnitt der letzten Jahre, der liegt bei ca. 25. So, dann machen wir auch zu dieser Aktie noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder. Und auch hier sieht man zum einen den Kursverlauf der LVMH-Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte September 2023 ebenfalls. Und dann haben wir auch hier noch die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt kann man auch hier sehen, dass aktuell der Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest ebenfalls unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Schluss der Hinweis: dieses Video dient nur zur Inspiration auf Basis bestimmter Kriterien. Auch wenn die hier vorgestellten Aktien aktuell günstig erscheinen, können die Kurse natürlich in Zukunft weiter fallen. So, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.